Referentenentwurf Grundrente. Welche Zeiten zählen dazu und welche Zeiten zählen nicht dazu? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 16. Januar 2020 wurde der Referentenentwurf zur Grundrente veröffentlicht. Der Entwurf enthält folgende Kernregelungen: Die Einführung einer Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung, die Einführung eines Freibetrages im Wohngeldrecht, die Einführung eines Freibetrages in der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB 12, die Einführung eines Freibetrags in der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Stichwort Hartz IV, und die Einführung eines Freibetrages im Bereich der sozialen Entschädigung. Das sind so diese Hauptschwerpunkte, die man hier sehen kann. Den Grundrentenentwurf, diesen Referentenentwurf habe ich hier vor mir liegen. Und wichtig ist auch nochmal, dass wir ja den ersten Entwurf vom 21. Mai 2019 auch schon da haben. Und da ist es eben sehr hilfreich, dass der Gesetzgeber hier wirklich in dem neuen Entwurf vom 16. Januar 2020 hier einfach mal auch ein paar klarstellende Dinge gesagt hat zu den Wartezeiten. Was zählt denn nun eigentlich mit dazu, zu den 33 Jahren? Das ja die Hauptänderung an sich ist. Wir hatten ja früher 35 Jahre, jetzt haben wir 33 Jahre. Also an Grundrentenzeiten, anrechenbaren Grundrentenzeiten, werden anerkannt. Pflichtbeitragszeiten für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit. Pflichtbeitragszeiten aufgrund Kindererziehung, Pflege oder sogar bei einer Antragspflichtversicherung. Rentenrechtliche Zeiten wegen Bezugs von Krankheit und während Inanspruchnahme von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, also Stichwort Unterhaltsgeld. Kinderberücksichtigungszeiten wegen der Kindererziehung und Pflege, ganz wichtig. Und auch sogenannte Ersatzzeiten. Was zählt denn nicht mit dazu? Das ist nun auch endlich mal richtig klarstellend gesagt. Also Arbeitslosengeld. Bezug, also Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld zählt nicht mit dazu. Arbeitslosengeld 2, Arbeitslosenhilfe zählt nicht mit dazu. Und auch die Zeiten der freiwilligen Beitragszahlung sind keine Grundrentenzeiten. Und ganz wichtig auch, alle Zuschläge für einen Versorgungsausgleich, wo man also Wartezeitmonate ausrechnen kann, zählt alles nicht mit dazu. Es zählen auch keine Wartezeiten dazu von Minijobzeiten, versicherungspflichtig, und auch nicht die Wartezeiten für nicht versicherungspflichtige Minijobs, also die vor 2013 noch Mode waren, sozusagen. Dort haben wir ja für die Wartezeit, zum Beispiel für eine Altersrente, für besonders langjährig Versicherte anrechenbar hier Wartezeitmonate errechnen können. Das zählt alles nicht in die Grundrentenzeiten, Grundrentenbewertungszeiten mit dazu. Und das hat der Gesetzgeber in dem Entwurf, der mir hier vorliegt, mal klargestellt. Und dafür möchten wir ihm auch recht herzlich danken, dass wir hier auch so gute Auskünfte geben können. Näheres zum Thema Grundrente und Grundrentenzeiten finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.